Alright, super. Also genau, wir sind jetzt hier nochmal für die Fachstadt, von der Fachstadt und wollen den Anschluss an die Vorträge halt so ein bisschen Perspektive bieten, damit ihr jetzt nicht mit ganz viel Taten dran rauslauft, aber nicht wisst, was ihr dann tun sollt, was man denn tun kann. Einiges wurde uns jetzt schon vorweggenommen, wir versuchen die Punkte dann kürzer zu halten. Aber letztendlich versuchen wir jetzt halt da dann aus dem die Welt besser zu verstehen, nochmal, dass die Welt auch verändern, machen, weil das ja ein bisschen der Sinn der Sache ist. Und gehen wir einmal zum Inhalt. Also erstmal, wenn wir darüber reden, was man so im direkten persönlichen Kreis machen kann, wie man so mit Freunden und Bekannten gegebenenfalls darüber reden kann. Daran anbindend auch direkt so Faktencheck mit Sachen, die da höchstwahrscheinlich vielleicht vorkommen werden im Gespräch. Wir werden über Organisationsformen reden, Organisationen in Münster, also auch welche, die schon erwähnt wurden. Wie gesagt, wir halten uns kurz. Dann, wie man die gegebenenfalls auch über Spenden unterstützen kann, was man gegebenenfalls online machen kann. Dann nochmal Argumentationshilfen, ganz konkret für euch. Ja, weil das Ganze eben im Endeffekt auch oft überall Diskurse stattfindet. Und Aufruf / Hilfestellung, informiert bleiben, auch ganz nützlich. Wir werden einige Links da haben, die ihr euch nicht alle rechtzeitig abfotografieren können werdet. Keine Sorge, wir haben die Präsentation da außen liegen, dann könnt ihr zu Hause nochmal alles einscannen und so. Und wir haben auch eine Mailliste, auf die man sich eintragen kann, dann schicken wir euch das per Mail zu. Was? Wo liegt die? Hier vorne. Hier vorne. Also, genau, ihr müsst nicht alle zwei Sekunden jetzt ein Foto machen. Ja, und damit die nicht. Ich glaube, es wäre sinnvoll, die da liegen zu lassen, dann haben wir nicht die ganze Zeit das hin und her. Da. Alright, aber dann gebe ich einmal direkt an Tina. Ja. Genau, also wir versuchen jetzt nochmal andere Möglichkeiten aufzuzeigen. Georgios hat gerade einige genannt, wir haben noch ein paar mehr. Also wenn wir darüber reden, wie wir für das Thema sensibilisieren können und wie wir politischen Change bewirken können, dann geht es immer auch darum, Leute auf seine Seite zu ziehen, weil das was ist, wofür man irgendwie eine kritische Menge an Menschen braucht, um tatsächlich Veränderungen zu erzwingen, ja auch. Also man muss ja auch, weil wir haben ja festgestellt durch die Vorträge vorher, es gibt eine bestehende Ordnung, die gilt es in dieser Hinsicht zumindest oder weitergehend aufzubrechen und zu überwinden. Wenn wir über Wirkungskreise reden, dann geht es darum, mit den Menschen zu reden, die man schon kennt. Also was habe ich hier auch mit Freunden, Verwandten, KollegInnen, Menschen, die man im Urlaub trifft, Menschen, mit denen man irgendwie eine 5-Stunden-Bahnfahrt oder sowas verbringen muss. Mein Punkt ist, dass man quasi ins Gespräch kommt und immer wieder darauf pocht, über Politik zu reden. Es gibt ja irgendwie so eine Neigung zu sagen, ich bin ein unpolitischer Mensch, ich möchte nicht über Politik reden. Das ist eigentlich Bullshit. Also niemand ist unpolitisch. Wer von sich behauptet, dass er unpolitisch ist, der möchte nichts am Status quo verändern. Der hat keine Notwendigkeit, was am Status quo zu verändern. Der hat Angst, Privilegien zu verlieren. Der will, dass alles genau so bleibt, wie es jetzt ist. Der ist nicht unpolitisch. Das heißt, Menschen vielleicht erstmal damit zu konfrontieren, auf eine freundliche Art und Weise, um ihn darauf hinzuweisen, das Gespräch zu suchen, das Gespräch einzufordern und darauf zu bestehen, diese Dinge auszudiskutieren. Da muss man dann Wege finden, das zu machen, dass irgendwie der Mensch nicht direkt wegrennt. Da muss man vielleicht auch mal mit Verständnis reagieren. Und da muss man mit Verständnis reagieren, weil halt Leute aus anderen Backen kommen, weil Leute aus anderen Ecken kommen, anders aufgewachsen sind. Wir müssen auch Verständnis dafür haben, warum Menschen über diese Themen nicht reden möchten. Aber wir müssen auch eben auch dranbleiben, wir müssen beharrlich bleiben. Deswegen traut euch, politische Themen anzusprechen. Lasst es nicht darauf beruhen, dass die Leute sagen, sie haben kein Interesse oder sie seien unpolitisch. Und ich finde, auch wenn man dann diese Gespräche anfängt, ist es häufig hilfreich, damit zu starten, was man eigentlich teilt, also einen Common Ground zu finden. Und der ist ganz häufig da. Also wir brauchen gar nicht irgendwie damit anzufangen, die extremste, radikalste Forderung in Bezug auf Asylpolitik rauszuhauen, dann ja, wird einem vermutlich irgendwie mit Widerwillen begegnet. Die Idee ist zu sagen, wir teilen doch eigentlich Werte, du möchtest auch nicht, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken. Da würde jetzt niemand hinstellen und sagen, ja doch, eigentlich schon. So. Das heißt, da fängt man an und dann leitet man logische Konsequenzen daraus ab. Wenn du das nicht möchtest, dann mach doch das und das. Und Dinge passieren nicht von alleine, aber die Werte, die teilen wir in ganz vielen Hinsichten mit ganz vielen Menschen. Ich würde sogar behaupten, mit ein paar von den Affen, die jetzt AfD irgendwie angeben, wählen zu wollen. Sogar da sind einige dabei, die eigentlich gar nicht so unterschiedliche Überzeugungen haben wie wir, aber die halt in die Irre geleitet werden. Und da muss man die Menschen zurückholen und das ist auch unsere Verantwortung. Also es reicht nicht, mit den immer gleichen 50, 60 Menschen zu reden. Man muss da, glaube ich, ein bisschen über den Tellerrand gucken. Genau.
Dieser Faktencheck, den habe ich, das habe ich euch hier auch aufgeführt, da gibt es von Pro-Asyl und von der UNO-Flüchtlingshilfe eigentlich ganz coole Seiten, wo die so ein paar von diesen gängigen Vorurteilen auseinandernehmen. Zum Beispiel hier der Punkt, Europa nimmt die meisten Geflüchteten auf. Bullshit, stimmt nicht, ist nur Unwahrheit. Gibt es Zahlen zu. Flüchtlinge kosten zu viel Geld. Ja, also fällt mir ein bisschen schwer, also da erstmal, ja grundsätzlich, was ist das für eine Aufwertung von Menschen und Geld? So, ist ein bisschen Quatsch, aber auch einfach eine Tatsache, dass es ein Asylbewerberleistungsgesetz gibt. Das gibt es, darauf wurde sich geeinigt. Da ist nichts zu diskutieren, zu viel Geld, zu wenig Geld, das hast du nicht zu bewerten. Das können wir höchstens in der Hinsicht bewerten, als dass wir es natürlich für zu wenig halten, aber dass wir uns auf diese Mindeststandards einigen müssen und dass die auch einfach vorgeschrieben sind. Es ist vorausgesetzt, dass dieses Geld dafür ausgegeben wird. Das ist nicht so, als würde das Geld von woanders wieder weggeschnappt werden und irgendwie die Toilette in der Schule deines Kindes wird nicht repariert, weil irgendwelche Geflüchteten unterstützt werden müssen. Das stimmt einfach nicht. Und diese Lüge muss man halt aufdecken und da muss man den Leuten auch rückmelden können. Und das hilft immer, wenn man da Zahlen hat und Fakten hat, auf die man sich berufen kann. Aber das kann man Menschen vermitteln. Ja, das sind die Seiten, dazu könnt ihr euch später in Ruhe angucken. So. Alright, genau. Einmal nochmal zur Organisation. Wie gesagt, einige, die es neu gab. Aber ja, also das ist vielleicht auch schon mal ein bisschen durchgeklungen. Allein auch hier so parlamentarische Prozesse, dass halt die Leute, die Akteure starten und Staatenbünde, in deren Interesse es ist, dass Leute aufgrund ihrer ökonomischen Nutzbarkeit gewertet werden und halt dementsprechend angezogen oder abgeschoben werden. Oder die halt erst diese Sachen erstmal auslösen, dass man darauf vertraut, dass das sich von alleine regelt und die das machen. Nee. Und deshalb sollte man sich organisieren. Und genau, wir haben jetzt erstmal die Perspektive der lokalen und quasi akuten Hilfe in Münster, um vielleicht dann, ja, sagen wir nochmal was zu. Erstmal genau, jetzt zum Bürgerinnenasyl haben wir ja schon hier, genau, möchte mich jetzt noch nicht noch weiter wiederholen, aber eine natürlich ultra wichtige akute Hilfe, dass Leute überhaupt halt hier bleiben können und nicht die grausamen Konsequenzen der Abschiebung ja, anheimfallen. Dann natürlich die Seebrücke Münster, die auch in den Stand vertreten, die auch Vortragsreihen, Demonstrationen organisiert zu den Themen. Es ist natürlich immer sinnvoll, sich da ständig weiterzubilden und halt auch sich zu vernetzen und demonstrativ auf die Straße zu gehen. Wie gesagt, die Links, die ihr dann gleich nochmal da haben wir. So, dann eine ganz konkrete Sache in Hiltrup. Es sind nicht so viele von euch aus Hiltrup sind, aber in Hiltrup gibt es ein ziemlich gut entwickeltes Flüchtlingshilfenetzwerk, die halt in Hiltrup halt Sprachkurse anbieten, den Kindern beim Lernen helfen, hier mit zum Amt gehen oder zum Arzt gehen und sowas. Auch sowas, also ultra nützliche Hilfe. Dann genau CIAC, haben wir auch gleich nochmal hier an die Stände. Die halt auch ganz konkrete Spendenaktionen, Rettungsaktionen machen, die halt Schiffe, die Leute in Seenot geraten, retten, rausschicken und halt die finanziell unterstützen. Vielleicht beim Thema Spenden nochmal. Und halt darüber aufklären. Genau, also sich organisieren ist sehr sinnvoll. Viele Leute arbeiten oder studieren Vollzeit oder studieren und arbeiten. Weil muss man ja machen, sonst hat man kein Geld und ja, wird auf den niedrigsten Lebensstandard ever zurückgesetzt. Und deshalb, also vielleicht als Alternative, wenn man einfach nicht die Zeit hat, sich zu organisieren, der Hinweis darauf, Organisationen leben nicht von guten Wünschen, sondern halt auch mit Ressourcen. Das sind einmal natürlich Geldspenden, aber auch Sachspenden sind sehr gerne gesehen, ganz konkret bei der Flüchtlingshilfe, weil Leute halt auch Sachen brauchen, wie zum Beispiel Spielzeug. Oder Kleidung oder Möbel. Genau. Wir haben auch hier wieder verschiedene Links dazu und Hinweis auf eine Aktion von CI, die gerade Spenden kriegen, die Rettungen in die Rettungsschiffe finanzieren sollen, verdoppeln. Dann noch eine Sache, wenn ihr schon organisiert seid und eure Organisation Mittel hat oder Sachen organisieren kann, wie zum Beispiel eine Fachschaft, was jetzt unsere Perspektive ist, dann kann man halt so die Veranstaltung machen, dann kann man bei den Partys, die Fachschaften auch veranstalten, halt die Getränke quasi durch Spenden, ja, also nicht verkaufen, sondern den Preis spenden oder halt sich eine Spendenbox aufstellen. Das ist dann nochmal ein Stückchen Macht, dass man mehr hat. Dann jetzt hier nochmal konkret, wie das aussieht, ne, durch die nächste Hilfsdruck, hat auf ihrer Seite einfach ein Konto, wo man Geld hinspenden kann, super easy, und dann der Hinweis zu den Sachspenden, was sie wollen und wie man das dann machen kann.
dann auch noch persönliches Engagement, was man da alles machen kann, weil organisieren heißt, also kann sehr viel Verschiedenes sein. Auch wenn man meint, okay, was soll ich denn da machen, kann ich das da vielleicht sehr nützlich konkretisieren. Weiteres Beispiel, die Gesellschaft, also die gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung der Asylsuchenden e.V., die hat auch viele verschiedene Sachen anbietet, wie man sich organisieren kann. Also egal was ihr könnt, egal was ihr drauf habt oder nicht drauf zu haben, gibt ihr die Möglichkeit, Sachen zu machen. Und jetzt hier nochmal schön veranschaulichte Sache von Sea-Watch, was die Spenden ganz konkret einem so kaufen, sind die sinnvolle Sachen. Zuletzt, was ich jetzt nicht in den Folien habe, was ich auf jeden Fall mal erwähnen wollte, das sind lokal akute Sachen und ich möchte mich da auf Hendrik beziehen, das reicht nicht, weil Flucht und Migration Ursachen hat. Das wird ausgelöst durch halt wirtschaftliche Zwänge, durch das wirtschaftliche System, was wir haben. Deshalb der Hinweis jetzt zusätzlich, wenn man sich organisiert, sollte man darauf achten, dass die Organisation, wo man hingeht, natürlich auch diese Perspektive bespielt, weil ich meine, ich halte das für sehr hilfreich. Liste sozialistische Organisation kommt bei der nächsten Veranstaltung. Genau. Ja. Ich habe noch ein, zwei Punkte, dann sind wir auch fast durch. Zur Online-Protestform, weil sich das irgendwie auch immer so anbietet. Man kann einfach am Handy eine Petition unterschreiben oder irgendwie am Handy eine Mail formulieren und sich damit irgendwie einsetzen. So mein Disclaimer, umstrittener Erfolg von Online-Petitionen, ja, aber es gibt Erfolge. Also es ist nicht komplett sinnlos, das zu machen. Man kann auf jeden Fall öffentlichen Druck dadurch schaffen, man kann mobilisieren. Meine Warnung ist nur so ein bisschen, passt auf in diesem, man nennt es so Clicktivism, als wenn man quasi Aktivismus nur noch am Handy betreibt. Das kann es halt nicht sein. Nichtsdestotrotz ist das auch oft ein Weg, wie man Leuten solche Themen näher bringt, die weniger damit zu tun haben, weil wenn du dann die Petition unterschreibst, bist du schon mal auf der Seite von Co-Ortsing und guckst dir das an. Und ja, es ist auch nicht so, als wäre das alles komplett wirkungslos. Also ich glaube, die Referentinnen hier von unserer juristischen Perspektive hatten auch genau die gleiche Petition verwiesen. Bei Aktion von Pro Asyl ist eine Reihe von Dingen aufgeführt, die man direkt quasi online unterstützen kann. Und da kann man sich auch sicher sein, dass das ja, keine negativen Folgen hat. Das schadet auf jeden Fall nicht. Genau, ich hatte hier nochmal zwei Sachen aufgeführt. Es gab auch von Pro Asyl eine ganz, wie ich fand, eine spannende Aktion über Twitter-Handles quasi, sich in den öffentlichen Diskurs einzubringen. Und das ist halt, das klingt vielleicht ein bisschen absurd, ja, warum sollen wir irgendwie jetzt an unsere hier Parteivorsitzenden aus den Regierungsparteien tweeten, was sollen wir damit erreichen? Wenn dieser Hashtag erstmal bekannt ist und Leute den sehen, dann ist es plötzlich ein Thema. Und das ist das, was wir bei dieser ganzen Thematik Wohnen und Flucht einfach brauchen, weil ganz, ganz viele Leute das Gefühl haben, das ist so weit weg von mir, ich habe nichts damit zu tun, natürlich bin ich nicht irgendwie daran beteiligt, wie die Bedingungen sind und natürlich trage ich auch keine Verantwortung, was daran zu ändern. Wenn wir den öffentlichen Diskurs ändern und diese Themen an die vorderste Front bringen, dann ist ja, der Nährboden für Veränderungen viel, viel besser gegeben. Genau. Argumentationshilfen, das war auch eine ganz spannende Seite. Das sind gemeinsame Statements auch bei Pro Asyl von aber vielen Organisationen. Ich glaube, zwischen 50 und 60 haben sie da zusammengeschlossen. Das heißt, es ist einfach sprachlich sehr irgendwie kompakt. Die Forderungen sind ja, radikal, aber trotzdem spezifisch. Also das sind eigentlich ganz gute Papiere, mit denen man arbeiten kann, um dann zum Beispiel Forderungen woanders hinzutragen. Oder wenn man zum Beispiel einen Redebeitrag bei einer Demo oder so halten möchte und sich inspirieren lassen will, dann helfen diese Dinge. Genau, und ich wollte noch eine kurze Sache sagen, die nicht auf meinem Folien steht. Weil ja auch, also vor allem Georgios gerade ganz viel aufgezählt hat an konkreten Dingen, die man über diese Organisation, die wir aufgeführt haben, machen kann. Sowas wie zum Beispiel Nachhilfebetreuung oder hier Menschen auf dem Weg zum Amt und sowas begleiten. Ich kann das halt verstehen, wenn man das Gefühl hat, das sind Dinge, die ich nicht kann. Das habe ich halt nie gemacht. So. Aber die muss man halt lernen. Es ist nicht so, als sei das so furchtbar schwierig und das ist auch nicht so, als müsste man jetzt unbedingt diese eine Sprache lernen oder sowas, um mit Menschen zu kommunizieren. Da gibt es Wege. Man muss halt hingehen und man muss halt fragen und einfach ja, in Erfahrung bringen, was man lernen soll, was man mitbringen muss, um halt zu helfen. Und deswegen ist diese Excuse, ja, ich habe da keine Skills, ich habe da nichts vorzuweisen, ich kann nichts, ich kann bei nichts unterstützen, ja, das stimmt so nicht, weil wir haben alle irgendwelche Fähigkeiten, wir können alle Sachen machen, wir können auch alle unterstützen. Und man kann auch Dinge lernen, um unterstützen zu können. Ja.
Genau. Letzter Punkt, informiert bleiben. Da haben wir euch ein paar Instagram-Follower-Empfehlungen reingeballert. Ja, genau, die kennt ihr hier alle für die Fachschaft. Die sehen uns hier als Bürgerinnen. Ich würde gerne noch eine Empfehlung für die Schwurbelbusters aussprechen, die hier ursprünglich vor allem die Montagsmärsche unserer rechtsextremen Münster-Umgebung-Kandidaten kritisch begleitet haben, aber jetzt auch ganz viel drumherum machen. Also die arbeiten ziemlich gute Recherchearbeit bei Instagram über Politik in Münster und darüber hinaus und haben eine sehr, sehr spannende linke aktivistische Perspektive auf Dinge. Den könnt ihr gewiss folgen. Genau, und noch einmal, damit das klar ist, es gibt ein paar von den Handouts ausgedruckt, nehmt euch die mit, solange sie da sind, aber schreibt euch auf diese Mailingliste, wir lassen euch das und die anderen Präsentation gerne zukommen. Wir packen die Sachen von Georges mit drauf oder auch von Verena, die jetzt keine Präsis hatten. Das können wir gerne ergänzen. Schreibt eure Mailadresse dabei und wir lassen die Sachen euch zukommen. Genau. Ja, da bleibt ich zu sagen, das ist nicht die finale Abmoderation, sondern wirklich die Preise. Wir hoffen, helfen zu können oder Hilfreiches gesagt zu haben. Bei Fragen meldet euch bei uns und ja, dann gebe ich weiter an die Frage.